komm. So, jetzt zeigen wir euch mal, was wir drauf haben. Guten Tag, herzlich willkommen bei Lass mal reden. Heute machen wir was ganz Großartiges. Es ist Montag, wir haben ein Spiel und wir haben uns ein großartiges Spiel überlegt. Und das heißt LMR. Aber wer kennt es nicht unter dem guten alten Horse, ne? Einer macht einen crazy Move vor, der andere macht nach. Aber wir machen es in der LMR-Version. Also, das läuft jetzt hier wie folgt ab. Einer von uns macht einen Move vor. Wenn er den trifft, muss der andere den nachmachen. Sollte der, der den nachmacht, nicht treffen, bekommt er einen Buchstaben. Der erste wäre das L, zweites das M, das dritte wäre das R. Lass mal reden. Der, der zuerst alle drei Buchstaben zusammen hat, hat verloren. Verloren. Also, ihr seht jetzt quasi die Kembe Mutombo und Dirk Nowitzki live in eurem... Kembe Mutombo. Ich bin Michael Jordan. Der gute Michael Jordan und Dirk Nowitzki betteln sich jetzt. Viel Spaß. Damn. Wir fangen mal ganz easy ja, an. Ja, laber mal jetzt nicht hier rum, Alter. Mach mal. Erster Wurf. Nicht so weit weg vom Korb, damit Andi auch mal mitmachen kann. Sonst ja, ist aber sehr nett von dir. Ist nett von dir, ja, ne? Total. Okay. So, easy hat er gesagt. Bin mal gespannt. Oh, hier ballert der Wind gerade. Was hast du? Ich bin schon ein L, Mann. Zweiter Wurf ist mal kein Wurf, sondern ist Wurf. Na, zeig mal. Der gute Dirk. Dirk, der ist für dich. Oh! Ach, Dirk. Oh! Okay, jetzt macht Andi vor. Einer meiner leichtesten Übungen. Chris auf jeden Fall auf das gleiche Niveau schicken. Oh, hinterm Korb. Gehört noch dazu? Gehört dazu? Gehört und gehört auch noch dazu? Schade, Schokolade. Okay, ich habe das Gefühl, dass Dirk jetzt fühlt sich's gut an. Einfach, ja, okay? Zeig mal. Also du achtest drauf, ne? Ja. Drehung über rechts, ja. Flamingo Shot. Ja, Flamingo. Ja. Du musst von der Seite machen, damit du einen geilen Wurf drauf hast. Ja. Okay? Die Stelle, an dem er geil wird, musst du mir noch zeigen. Zeig ich dir. Hart. Jerry. Kriegt er das M? Lass mal reden. Are you listening? Okay. Ist es schon sein R? Dominiere ich dieses Spiel? Ich mache jetzt mal was Heikles. Heikles, bin gespannt. Dunkings erlaubt oder nicht so? Dunkings sind erlaubt, ja. Oh! Ach, hat er das Schwein gehabt. Aus der Höhe, aus der Kresse mal wirft. Oh! Ja, das ist einer meiner Spezialitäten. Also ich muss mich hinsetzen, ja? Nee, knien. Knien? Ja, genau richtig. Okay. Oh! L. Bist du bereit? So, also mit linker Hand gegenwerfen, mit rechter fangen und dann reinmachen, ja? Ah, klingt easy. Ah, nö. Anders angesagt, zählt nicht. Ich bin dran. Das ist halt mein Problem, ne? Bei mir gehen die halt immer rein, egal wie ich hinwerfe. So. Mein Freund, dritter Buchstabe zum Korbrennen, 360 einmal. Ja. Tja, wenn das mal nicht der Sieg war. Oh! Yes! Ah!
Ah, Mann, Alter. 3-1. Aber in meinem Kopf ist das irgendwie ganz anders abgelaufen. Ich habe krassere Moves gemacht, aber so ist das nun mal. Ja. Nächstes Mal. Was hat er gesagt? Ich habe gesagt, dass du ganz großartig gespielt hast und sehr fair gewonnen hast. Ja, und dass ich 3-mal in Folge gewonnen habe, hast du das auch gesagt? 3-mal in Folge ist bitter. König von Lass mal reden. Bam. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns, hinterlasst einen Daumen, aktiviert die Glocke, die hier gerade irgendwo schwebt. Und ja, checkt einfach mal unsere Patreon-Seite aus. Andi sagt jetzt mit einem Lächeln Tschüss und Goodbye.